Ein Fußballstadion als Rastplatz einer einzigartigen Pilgerreise. Querétaro, 250 Kilometer nordöstlich von Mexico City. Etwa 1000 Menschen aus Honduras haben hier in dieser Nacht ihr Lager aufgeschlagen. Von ihrem Zielort sind sie noch Welten entfernt. Ich werde in den USA Tag und Nacht arbeiten, egal was. Hauptsache, ich kann meine Familie nachholen. Ende November sind die Nächte in Zentralmexiko unangenehm kalt. Heute sind es nur 5 Grad. Widrigkeiten, mit denen niemand gerechnet hat. Nichts war geplant bei dieser spontanen Flucht. Jetzt, auf halber Strecke, leiden viele der Kinder unter Grippe. Die wollen heute gar nicht aufstehen. Das Reisen mit Kindern ist sehr schwer, aber es muss klappen. Warum reisen Sie denn mit Kindern? In Honduras kann man mit den kriminellen Banden, den Maras, nicht leben. Wenn man ihnen kein Geld bezahlt, nehmen sie einem die Kinder weg. Hunderttausende Menschen verlassen laut Schätzungen jedes Jahr Mittelamerika, um in die USA zu gelangen. Doch diesmal ist es anders. Diesmal organisieren sie sich in Karawanen, um die Gefahren gemeinsam durchzustehen. Es ist ein kollektiver Aufbruch in die gelobten Staaten von Amerika. Unter den Flüchtenden ist auch Esau Redondo. Die junge Frau mit dem Kapuzenpullover reist mit 3 Kindern. Junior, ihr Jüngster, ist erst 6. Der Vater kümmert sich nicht um die Familie. Schicksal vieler Frauen in Honduras. Ihr ältester Sohn ist jetzt der Mann im Haus. Mama, Mama. Der Kleine muss wieder runter. Mama, unser Kind, der Laster ist doch schon voll. Das Kind muss wieder runter. Bitte, das Kind muss runter. Komm doch einfach hoch. Nein, es ist zu voll. Schatz, komm runter. Anderen Familien ist es schon passiert, dass sie unterwegs getrennt wurden. Das war schon viel zu voll. Der Kleine hätte darin ersticken können. Die Kosten für den LKW übernimmt die Stadt Querétaro. Eine einfache Methode, um die Durchreise zu beschleunigen und das Problem schnell wieder loszuwerden. Über 100 Menschen passen auf die Ladefläche. Im Gepäck ein fast naiver Optimismus. Ich hoffe, der amerikanische Präsident fasst sich ein Herz und gibt uns eine Möglichkeit, damit wir arbeiten können. Was ist mit der Grenze? Wir möchten ohne Ärger über die Grenze. Wir wollen, dass sie uns die Türen öffnen. Wir danken Mexiko für die großartige Unterstützung. Ein frommer Wunsch. Trump hat bereits 5000 Soldaten losgeschickt, um die Grenze zu sichern. Die nächste Station auf ihrer Route ist die Stadt Irapuato. Über 2000 Kilometer haben sie zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich. Von ihrer Heimat Honduras über Guatemala bis nach Mexiko. Nicht genau geklärt ist die Entstehung der Karawane. Erzählt wird, dass ein im Exil lebender Politiker seine Landsleute über Facebook zum Exodus aufgerufen habe. Am 12. Oktober hätten sich daraufhin in San Pedro Sula mehrere hundert Menschen versammelt und seien losgezogen. Aus Hunderten wurden mehrere Tausend. Geflohen vor Armut und der wachsenden Gewalt in ihrer Heimat Honduras. Für die USA alles keine Gründe für politisches Asyl. Nach 100 Kilometern ist die Reise in Irapuato beendet. Die Stadt wird die Flüchtlinge für 2 Tage versorgen. Danach geht es weiter. Wenn sie die USA erreichen, haben sie fast 4.500 Kilometer zurückgelegt. Nach Honduras will niemand zurück. Auch Familie Redondo nicht. Die großen Kinder waren beide in der Schule, aber ich habe kein Geld mehr für ihre Ausbildung. Haben Sie noch Familie in Honduras? Ja, ich habe eine Tochter zurückgelassen. Und was möchtest du in den USA machen? Ich will studieren. Was willst du denn studieren? Welchen Beruf? Ich will irgendeinen Abschluss schaffen. Die Strapazen, die hygienischen Umstände, nichts scheint die Flüchtenden von ihrem Weg abzuhalten. Auch Nancy Barcelona will es unbedingt bis ans Ziel schaffen.
Ich würde jeden Job machen, solange er anständig ist. Ich werde nicht als Stripperin arbeiten. Auch als Tellerwäscherin würde ich arbeiten. Hauptsache anständig, damit ich meine Kinder ernähren kann. Meine Tochter ist 8 und mein Sohn ist 10. Ich musste sie zurücklassen, weil es nicht anders ging. Hilfsorganisationen und Privatleute versorgen die Durchreisenden mit Kleidern. Einige der Spenden stammen von US-Amerikanern, die in Mexiko leben. Doch Trumps vergiftete Politik wirkt auch hier. Dieser Helfer will nicht einmal seinen Nachnamen nennen. Ich helfe den Menschen nicht, in die USA zu kommen. Ich helfe ihnen nicht bei ihrer Zukunft. Ich tue das nur, um es ihnen etwas bequemer zu machen, etwas wärmer, sodass sie besser geschützt sind auf ihrer Reise. Das ist alles, was ich tun kann. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Rote Kreuz bietet nebenan einen Telefonservice an. 2 Minuten dürfen die Flüchtlinge mit der Heimat sprechen. Wichtiges muss da schnell gehen. Hallo, Joshua. Schatz, ich habe nicht viel Zeit. Deine Mutter hat gesagt, die Operation sei gut verlaufen. Hallo? Ich konnte mich leider nicht von euch verabschieden, weil ich die Entscheidung zu gehen sehr schnell treffen musste. Passt auf euch auf und streitet nicht zu viel. Vielleicht können wir später noch mal telefonieren. Ich versuche, euch heute Abend zu erreichen. Ich liebe dich. Am Abend muss dann eine höhere Instanz für Trost sorgen. Ein selbsternannter Priester segnet die Gläubigen. Eigentlich ist er Lkw-Fahrer. Mein Herr, ich stehe vor dir in Demut. Hilf diesen Menschen, nimm sie an die Hand, füll sie mit deiner Liebe und zeig ihnen den Weg. Hilfe von ganz oben sucht in dieser Nacht auch Frau Redondo. Ihrem 6-jährigen Sohn geht es nicht gut. Der kleine Junior hat starke Bauchschmerzen und sich mehrfach übergeben. Er hat nichts mehr gegessen, seitdem wir heute Morgen losgelaufen sind. Nur ein Apfel. Im Schlafsaal, der normalerweise als Lagerhalle dient, ist die Stimmung deutlich besser. Tanzen gegen die Angst. Mittendrin auch Nancy Barcelona. Die junge Mutter, die ihre Kinder in Honduras zurücklassen musste. Sechs Uhr am nächsten Morgen. Kurz nach Sonnenaufgang macht sich der Trek in Irapuato bereit zum Aufbruch. Die Karawane der Hoffnung wird heute von David Martinez angeführt, einem mexikanischen Aktivisten der Hilfsorganisation Volk ohne Grenzen. Als erstes muss er warnen. Van a entrar a un estado que se llama Michoacán. Michoacán está peligroso. Van a pasar como 3 municipios por ahí. Está peligroso, compas. Pero si se van juntos, tomen trailer. In Mexiko sind kriminelle Kartelle dafür bekannt, Flüchtlinge zu entführen und beispielsweise Frauen zur Prostitution zu zwingen. Ein grausames Business, das derzeit Konjunktur hat. Für die strenggläubigen Honduraner ist ihre Reise ohnehin eine Art Leidensweg. Mit einer Belohnung am Ende, dem Paradies USA. Dann wird es hektisch. Ein Teil der Gruppe hat eine Mitfahrgelegenheit entdeckt. Denn heute gibt es keine organisierte Tour. Heute ist die Karawane auf sich gestellt und muss trampen. Gekämpft wird um jeden Platz. Stopp, das reicht. Es ist voll. Stopp. Präsident Trump hat Honduras mal als Shithole, zu Deutsch Drecksloch, bezeichnet und damit auf unverschämte Weise die Begründung dafür geliefert, warum es Menschen wie Nancy Barcelona dort nicht mehr aushalten. Den ersten LKW hat sie heute verpasst. Jetzt muss sie warten, bis sich eine neue Gelegenheit bietet. Es ist schwer. Einige benehmen sich daneben und machen es schwer für alle.
Denn manchmal wollen die Fahrer nur eine begrenzte Anzahl oder nur Frauen und Kinder mitnehmen. Das verstehen die Männer aber nicht. Ihretwegen verlieren wir dann die Mitfahrgelegenheit. Nicht alle Männer sind so, aber vor allem die Jungen. Stundenlang haben die Flüchtlinge auf eine Mitfahrgelegenheit gehofft. Jetzt machen sie sich zu Fuß auf den Weg, mitten auf der Autobahn. Doch sobald sich ein Lastwagen mit offener Ladefläche nähert, versuchen sie ihr Glück. Nicht alle Mexikaner sind in diesen Tagen hilfsbereit. Dieser Fahrer gibt einfach Gas. Nur drei Männer bleiben am Ende sitzen. Wie weit sie gekommen sind, ist unbekannt. Sicher ist nur, der Weg ins Trumpland ist weit. Von Irapuato will es die Karawane heute bis nach Guadalajara schaffen und von da am Pazifik entlang bis nach Tijuana. Ein spanisches Sprichwort beschreibt ihren Zustand mit den Worten entre dos fuegos, zwischen zwei Feuern. Honduras ist die Hölle, die USA das Paradies, das sie nicht reinlässt. Nach stundenlanger Warterei kommt dann doch noch ein Lastwagen, der anhält. Jetzt heißt es schnell sein, bevor alle Plätze belegt sind. Auch wenn noch nicht allen klar ist, wohin die Reise eigentlich geht. Der fährt nicht nach Guadalajara. Der fährt nur bis da vorne. Und dann lässt er euch gleich wieder am Ortsausgang raus. Seid ihr sicher, dass ihr mitfahren wollt? Die Nachricht geht im Chaos unter. Alle wollen nur noch weg. Jeder Quadratzentimeter LKW. Ein Stückchen Hoffnung. Können wir vorne bei dir mitfahren? Ich habe zwei Kinder dabei. Auf der Flucht ist die Fahrerkabine die Business Class. Bequeme Sitze, die allerdings nicht jedem gestattet werden. Nur Frauen und Kinder. Raus da. Ist das dein Mann? Ist das dein Mann? Okay. Geschätzte 500 Menschen haben es schließlich geschafft. Bei einem Unfall wäre das eine Katastrophe. Doch daran denkt jetzt niemand. Alle sind froh, als der LKW den Ortsausgang passiert und erst 100 Kilometer weiter wieder anhält. Allerdings liegt der Stopp am Rande des Bundesstaates Michoacán, einer Hochburg mexikanischer Banden. Plötzlich kursiert das Gerücht, dass kriminelle Anwohner Flüchtlinge bedrängen. Es war zum Glück nur ein Gerücht. Man kann hier sehr schnell entführt werden. Das ist ein sehr gefährlicher Ort. Sehr gefährlich. Für die letzte Etappe muss an diesem Tag ein leerer Kieslaster herhalten. Was die Honduraner nicht wissen, während sie hier einsteigen, stauen sich in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana bereits viele tausend Flüchtlinge. Die Amerikaner lassen sie nicht rein und die Mexikaner sind nicht bereit, sie auf unbestimmte Zeit zu versorgen. Tijuana, so scheint es, wird zur Endstation werden, auch für Nancy Barcelona. Trotzdem kämpfen sie um jeden Kilometer und um jeden Mitreisenden. Zurzeit sind sie nur noch 60. 60 sind zu wenig. Das Risiko, in Mexiko zu einer leichten Beute für Kriminelle zu werden, zu hoch. Organisator David Martinez versucht deshalb, die einzelnen Gruppen wieder zusammenzuführen. Frag jemanden, wo ihr seid und melde dich bei mir. Wie heißt der Ort, wo ihr seid? Verdammte Scheiße. Wie heißt der Ort, wo ihr seid? Okay, dann wartet da und entspannt euch. Okay, dann geht. Der ganze Einsatz, alle Hoffnungen, alle Strapazen werden am Ende wohl nichts nützen. Donald Trump will sie nicht. Und daran wird auch Gottes Hilfe nichts ändern können.